La vegetazione era molto rigogliosa. È incredibile cosa la natura possa fare. Dopo la medaglia di Sani Italiani in predotta, Kmitsu, io cerco Not only did he win the gold medal today, but also our sich wie Brüdere, Schwestere und auch Kind zu verabschieden. Die Situation in den Wäldern Schwedens verschlimmert sich täglich. Mittlerweile stehen 3/4 davon in Brand. 27% sind bereits vollkommen zerstört. Es ist uns vor 50 Jahren undenkbar erschienen, dass eine Hitzewelle hier in Skandinavien uns Teile unseres Landes kostet, meinte der Premierminister Adrian Waldjer während der gestrigen Krisensitzung. Einfache Sitzungen reichen in Venedig allerdings nicht mehr aus. Heute Morgen erreichte uns die erschütternde Nachricht. Die Kulturstadt ist endgültig versunken. Die Welt trauert um das ehemalige Symbol für Kunst und Kultur. Hallo Leute, bin gerade am Weg zum Launch Point und habe noch ein urgutes Angebot für euch. Ihr wisst schon, wer mich die letzten Tage verfolgt hat, Nova Space hat mir die Möglichkeit gegeben, auf Planet B zu reisen und dort zu leben. Und ihr könnt das natürlich auch. Ihr könnt hier auf den Link gehen und meinen Rabattcode eingeben und erhaltet 15% für das nächste Ticket. Aber beeilt euch, das Angebot gilt nur mehr bis 5 vor 12. Also, see you on Planet B! Vor 2 Wochen ist auf sozialen Plattformen die Rede von einem Planet B, einer zweiten Erde. Privatpersonen werden immer wieder mit Werbungen und Aufrufen konfrontiert, die dazu animieren sollen, sich ein Ticket für diesen angeblich neuen Planeten zu kaufen. Wie sich nun herausstellte, sind das Fake News. Die NASA deckte den Skandal vor einigen Stunden auf und nach einer ausgiebigen Prüfung kam man zu dem Schluss, dass es die Firma Nova Space, die dahinter stecken soll, nicht gibt. 10.000 Euro pro Ticket haben die Betrugsopfer verloren. Und die Experten stehen vor einer Herausforderung, denn wie es scheint, ist es hoffnungslos, den Weg und Aufenthalt des Geldes zurückzuverfolgen. Die zahlreichen auf den Betrug hereingefallenen müssen sich nur die Frage stellen, was tun, jetzt, wo es keinen Planet B gibt.